Wir sind das Handballteam der Feuerwehrsportvereinigung Düsseldorf, sprich der Feuerwehrsportverein hier in Düsseldorf. Wir sind alles Angehörige der Berufsfeuerwehr Düsseldorf. Und dann sind wir 2014 das erste Mal nach Bochum zu den deutschen Meisterschaften gefahren, sind direkt Zweiter geworden. Und so war die Handballmannschaft der Feuerwehr Düsseldorf geboren. Wir arbeiten im Schichtsystem, haben zwei Wachabteilungen, sodass immer die einen Dienst haben, während die anderen frei haben, sodass wir das nicht bewerkstelligt kriegen oder hinkriegen, im Ligabetrieb zu spielen, sondern uns wirklich auf die deutschen Meisterschaften der Berufsfeuerwehren im Handball zu konzentrieren. Wir haben viele Leute, die im Ligabetrieb spielen, in der Landesliga, in der Verbandsliga und einer sogar in der Oberliga. Das passt eigentlich ganz gut zusammen. Wir harmonieren da ganz gut. Viele kennen sich auch vom Handball her, weil wir ja irgendwie alle aus dem gleichen Kreis kommen. Deswegen weiß man auch, wie der andere spielt. Und so passt das eigentlich ganz gut zusammen. Ich glaube, gerade hier in Düsseldorf, wo wir knapp 1000 Leute haben, da sind natürlich immer welche bei, die im Verein spielen. Jetzt halt noch dazu kommen dann, sag ich mal, gerade die jetzt spielen, dass das in der Mannschaft halt passt, dass jeder für jeden da ist. Und es macht einfach Spaß, mit den Jungs zu spielen. Wir können nicht nur gut spielen, sondern auch gut feiern. Und das macht halt Spaß, in der Mannschaft zu spielen. Ja, ich meine, wenn man zweimal deutscher Meister ist, wir fahren nach Hamburg, wir haben wieder eine gute Truppe. Ich glaube, bis auf einer, der nicht dabei ist, sind wir komplett. Wir wollen natürlich wieder gewinnen. Ob es klappt, wissen wir nicht. Wir haben die eine oder andere Mannschaft jetzt dabei, wie Magdeburg, die beim letzten Mal nicht dabei war, die wir noch gar nicht kennen, die jetzt neu dazugekommen sind. Da müssen wir halt mal gucken. Sicherlich ist das Ziel wieder die Titelverteidigung, sonst wird man ja nirgendwo hinfahren.